Dein Baby ist jetzt so groß wie eine Avocado, das heißt 11,5 cm und ungefähr 100 Gramm. Einmal auf der Seite ist so eine kleine Anamnese von euch, also ob ihr bestimmte Erkrankungen habt oder ob es irgendwelche Risikofaktoren gibt. Dass du ungefähr 5 Sekunden hältst, das Atmen nicht vergisst und die Seiten wechselst. Ein paar warme Socken für die Geburt, denn wenn ihr unter der Geburt kalte Füße habt, dann kann das mal sein, dass die Wehen ein bisschen nachlassen. Gut, am Anfang ist man schon ein bisschen ängstlich, wenn sie das erste Mal wickeln oder halten und man denkt, oh Gott, nein, ich darf nicht runterfallen oder so. Es fängt an, sich zu drehen und neigt sein Kinn auf die Brust. Es ist in dieser Position so, dass der Beckenausgang sich nochmal um ca. 1-2 cm vergrößert, sodass dein Baby auch nochmal gut die Kurve durchs Becken nehmen kann. Jetzt sind wir im Mammenbereich und hier sieht man, dass dein Baby jetzt 11+1 ist. Und dann hast du auch jede Woche eine Rückmeldung, wie groß es ist. Hier jetzt 5,4 cm und wiegt 14 Gramm. Was es so auch noch nicht gibt, ist unsere Mami-Hood. Da könnt ihr euch mit anderen Mamis vernetzen und wir würden jetzt einfach mal so einen Umkreis eingeben von beispielsweise 50 Kilometer. Und dann könnt ihr sehen, wer in der Nähe von euch ist und mit wem ihr vielleicht mal Kontakt knüpfen wollt. Dann gibt es bei Mamily auch noch das Mam-ABC, wo ihr verschiedene Begriffe sozusagen nachschlagen könnt, wie jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft das Kolostrum, dann gehen wir auf K. Und dann seht ihr hier das Kolostrum. Natürlich gibt es auch in jeder Phase oder in jedem Kurs Checklisten, wie jetzt zum Beispiel vor der Geburt, was man auf jeden Fall erledigt haben sollte. Genau, dann können wir einmal zu den Kursen gehen. Und jetzt gehen wir einmal zur Schwangerschaft. Dann seht ihr hier einmal sozusagen die Gliederung. Ihr könnt einmal alles hintereinander anschauen oder euch auf Interviews erstmal fokussieren. Hier haben wir in dem Schwangerschaftskurs zum Beispiel ein Interview mit Madeleine. Die erzählt einfach, wie sozusagen ihre erste Schwangerschaft war. Und was wir immer super interessant finden, ist das Interview mit Philipp. Wie ist es eigentlich, Vater zu werden? Und wir haben trotzdem noch ganz viele Videos für dich, die auf jeden Fall auch sehr interessant sind. Und dann haben wir für dich noch einen Kurs, nämlich die Schwangerschaftsgymnastik. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Übungen, die du mal ausprobieren kannst. Okay, dann gehen wir mal zur Geburt, oder? Mhm. Weiter. Da haben wir eigentlich in dem Kurs alles für uns Wichtige erstmal zusammengefasst in einen Kurs, in einen Geburtsvorbereitungskurs. Und da findest du so Sachen wie Ausstattung, Babypflege oder was uns wichtig ist, was wir euch noch mit auf den Weg geben möchten. Und sonst könnt ihr euch natürlich jeden Kurs hier nochmal komplett anschauen. Dann habt ihr auf jeden Fall alle Informationen, die ihr braucht.